Seid ihr schon mal Zug gefahren? Ja. Seid ihr aber auch schon mal einen Zug gefahren, der euch einfach versucht zu töten, ne? Nein? Okay, aber ich hab's getan, denn in diesem Video haben wir uns auf eine Reise mit einem Zug begeben. Aber dabei gibt es ein einziges Problem. Dieser Zug ist lebendig und versucht mich aufzuessen. Und das ist kein Spaß, er wollte mich wirklich essen. Und deshalb werden wir heute wieder erneut eine Bestie bekämpfen. Wenn ihr Bock habt auf mehr Roblox-Videos, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu seid. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video, Leute. Ganz viel Spaß. Let's go! Und damit, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Und wir werden heute einfach mal eins der gehyptesten Horror-Games aller Zeiten spielen. Und zwar handelt es sich heute um Chocho Charles. Und wie ihr bereits sehen könnt, Leute, befinde ich mich hier in einer sehr atmosphärischen, komischen Umgebung. Hier ist es ein bisschen dunkel. Jedenfalls ist es eine lange Geschichte. Ich bin hier eingebrochen in irgendeinen Schuppen. Und da steht eine Lokomotive. Aber, Leute... Okay, ihr habt schon gehört, anscheinend sind wir nicht alleine, Leute. Soweit ich weiß, soll ich in diesen Zug einsteigen und mich auf eine Reise begeben. Das ist alles, was wir wissen. Und deshalb würde ich sagen, machen wir das einfach mal, Leute. Und ich sage euch ehrlich, ich habe schon wieder ein bisschen Angst, dass ich wieder gleich tot bin und wieder, also Unfall, weil ich mir einkacke, weil ich hasse Jumpscares und sowas. Aber das hat er hingestellt. So, die Frage ist jetzt nur, wie funktioniert das Teil? Müsste ich einfach diesen Hebel da... Oh, ich glaube, es geht los, Leute. Okay, wo kommt der Opa jetzt her? Anscheinend will er mitfahren, ist okay. Aber warte mal! Warte mal! Leute, oh mein Gott, was geht denn jetzt ab, Bro? Oh mein Gott! Leute, ich habe irgend so ein Maschinengewehr, wir müssen das Ding abknallen! Junge, hallo! Oh, ich glaube, der ist tot. Nein! Ey! Ey, Bruder, hallo! Ey, ich spiel doch gerade mal seit 10 Sekunden, Bro! Ey, nee, warte mal. Ich glaube, mein Freund ist tot. Nein! Nein! Oh, oh mein Gott, mein Herz! Ich werde dir gerne helfen, Bro, aber ich habe Angst, dass der Kollege Chocho Charles gleich wiederkommt und mich auch aufisst. Okay, Leute, also das ging jetzt ziemlich schnell. Ich glaube, jetzt wisst ihr auch Bescheid, um welches Monster es sich heute handelt. Ich war gerade ein bisschen überfordert. Das ging gerade alles ein bisschen schnell. Aber ich würde tatsächlich ungern stehen bleiben, weshalb ich einfach mal sagen würde, wir fahren weiter, ja? In der Hoffnung, dass dieses Monster nicht gleich wiederkommt und mich aufisst, ja? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hin muss. Also ich habe hier auch so eine Karte. Ihr seht, das ist unser Zug. Wir haben hier irgend so eine Karte. Wir fahren einfach mal... dahin. Das ist irgendeine Mission. Wir müssen einfach geradeaus fahren, Leute. Ich meine, seht es als eine entspannte Zugfahrt. Ich wollte schon immer mal Zug fahren. Okay, ich will rechts lang. Wartet mal. Stopp. Ey, nein, hallo. Ey, ich will rechts lang. Die zwingen mich jetzt auszusteigen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt aussteige, dass diese komische Lokomotive gleich kommt und mich aufisst. Bitte drück mir die Daumen, dass ich nicht sterbe. Wir drücken einmal den Hebel um. Ja, jetzt haben wir nämlich die Weiche einmal auf rechts gestellt. Ey, also Chocho, falls du mich hören kannst, ja, wäre echt korrekt, wenn du mich jetzt nicht aufisst, ja. Wir müssen jetzt erstmal Rückwärtsgang machen. Wartet. Rückwärtsgang. So, wir fahren erstmal kurz rückwärts. Bremse. Ey, hallo, ich will gerade ausfahren. Es sieht gut aus, Leute. Wir fahren jetzt in die richtige Richtung. Nennt mich den, ab sofort heiße ich Lumex, der Lokführer. So, wir gucken mal, unser Zug ist jetzt hier. Wir müssen noch ein bisschen fahren. Weil ich glaube, wir müssen zu diesem blauen Männchen da. Das ist halt diese nächste Mission, die wir quasi machen müssen, Leute. Na, na, na. Einen wunderschönen guten Tag. Ich fahre mal weiter, ja? Die hat bestimmt darauf gewartet, dass ich sie mitnehme. Tut mir leid, ich habe keinen Platz mehr für dich. Oh, wir müssen anhalten, 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 anhalten. Oh. Denn wir sind da, Leute. Ja. Da ist dieses blaue Männchen da. Das heißt, wir steigen einmal aus unserem Zug und laufen jetzt dahin, was auch immer sich hier befindet. Solange ich nicht sterbe, ist alles gut. Ah, mein Meister. Ja, was geht ab? Wie kann ich dir helfen? Regnet, ja, ich weiß. Unschönes Wetter, ja? Okay, der hat uns jetzt ein bisschen vollgelabert, Leute. Und anscheinend sollen wir jetzt da oben hinfahren. Ja, okay, wenn ich da hinfahren soll, kein Problem. Darf ich wenigstens hier rein? Okay, dann halt nicht. Jo, ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag, ja? Jo, bis später dann, ja?
Aber warte, hier liegen noch irgendwelche Sachen rum. Also, wenn das hier einmal rumliegt, ja, dann würde ich das einmal mitnehmen, tatsächlich. Ist doch, denke ich, kein Problem. Ich glaube, mit den Sachen können wir irgendwie unsere Lokomotive upgraden. Und soweit ich weiß, können wir den auch irgendwie upgraden. Wir haben so einen Bauplan hier. Und jetzt haben wir so 3 Schrottteile, Leute. Das sind, glaube ich, die Sachen, die wir gerade eingesammelt haben. Damit können wir die Gesundheit einmal reparieren, weil wenn die weg ist, sind wir, glaube ich, tot. Soweit ich weiß, das wollen wir nicht. Dann Tempo. Wir machen einfach mal einmal... Oh, ich habe jetzt Tempo gekauft. Das hat uns 3 Schrott gekostet. Ja, egal. Tempo, wichtiger Hase, weil wir wollen ja nicht gegessen werden, richtig? Das heißt, wir fahren einmal weiter geradeaus und ab geht die Party. Und ich schwöre, ich habe richtig Angst, dass gleich diese Lokomotive wiederkommt. Warte, wir müssen anhalten, Leute. Ah, ja, da oben ist dieser Minenschacht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir ja da reingehen. Aber kann ich vielleicht hier noch irgendwas klauen? Hier liegt hier irgendwas rum. Ah, da liegt Schrott rum. Den nehme ich mit. Der, oh, ich schwöre, das Spiel ist krass, Leute. Ich kack mir die... Ich schwöre, ich habe richtig Angst, dass dieser Typ gleich kommt, ne? So, kann ich jetzt hier rein? Ah, ja, supi. Ey, aber da kommen jetzt nicht hier reingelaufen oder so, ne? Digga, ich schwöre, das ist doch schon wieder Kacke. Wenn das so dunkel ist und ich in irgendeine Höhle rein muss, ist das kein gutes Zeichen. Hallo, ist hier jemand? Da ist ein Zettel. Ich bin zu faul zum Lesen, tut mir leid. Reicht doch jetzt langsam. Wo bin ich denn hier, Junge? Was ist das denn hier überhaupt? Oder das sieht echt nicht gesund aus, ja? Egal, wir laufen einfach mal hier lang, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Oder was geht hier vor sich, ja? Hey, hallo, hallo, ey, Bruder, wer bist du? Ey, warte mal. Aua. Hey, hallo. Aua. Der will mich töten. Hallo, chill mal, Bruder. Oh. Ah, hallo, ey, hallo. Wer bist du denn, Bruder? Hey, chill mal. Hallo, 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 hallo. Ey, hallo, hallo, hallo. Bitte nicht umbringen. Bitte, du... Wir sind falsch. Ah. Ah. Aua, aua, aua. Ey, was soll das denn? Hey, jetzt bin ich wieder hier. Junge, der hat mich einfach abgeknallt. Okay, wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen das Ei holen gehen, Leute. Und der Typ hat mir mein ganzes Schrott abgezogen, Digga. Junge, so ein 31er. Okay, Ei ist eingetütet. Jetzt nichts wie raus hier, ja? Der spaziert hier irgendwelche Runden, der Fettsack. Aber ich hab dein Ei geklaut. Haha, du kannst mir gar nichts, Junge. Digga, und ich hab das Gefühl, die ganze Bude bricht gleich in sich zusammen hier, ja? Und deshalb lieber mal schnurstracks raus hier jetzt aus der Höhle endlich. Oh mein Gott, raus, 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 renn! Ja! Nächste Mission haben wir geschafft. So, dann würde ich sagen, können wir doch glatt wieder in unseren Zug reinspringen hier. Nächste Mission ist jetzt da oben. Das heißt, wir müssen einmal ein ganzes Stück weiter geradeaus fahren. Das sollten wir doch hinkriegen. Ja, einmal bitte weiter geradeaus. Lumex, der Lokführer, ist wieder am Start. Und ich habe das Gefühl, dass diese Lokomotive gleich kommt. Also, das, ich habe nur so ein dummes Bauchgefühl. Aber solange sie nicht kommt, sieht es sehr gut aus. Also, ja, ich fahr mit meiner Lokomotive. Oh, ne, 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 ne. Ja, keiner kann mir was machen. So, ich würde sagen, wir craten jetzt aber erstmal das Ding weiter. Aber wir müssen erstmal hier reparieren wieder. So, die liebe Lokomotive jetzt erstmal repariert, dass falls wir gleich wieder unerwarteten Besuch von irgendeiner anderen Lokomotive bekommen sollten, dass wir nicht direkt sterben. So, jetzt bremsen wir mal, weil da vorne ist nämlich die nächste Gleise. Bedeutet, wir müssen einmal aussteigen und ich hoffe, dass ich jetzt nicht umgebracht werde. Ich will nur das Gleis umstellen, ja? Okay. Scheint funktioniert zu haben. Digga, ich schwöre, das Spiel macht mir Angst, ja? Ich schwöre jede Sekunde Angst, dass ich gleich wieder gefressen werde. Oh, wir sind gleich da. Wir sind gleich da, wir bremsen, ne? Bin ich denn jetzt? Ich bin ja mitten irgendwo nirgendwo hier. Was ist das hier? Wow. Ja, Schrott. Ich liebe Schrott. Her damit. Die Frage ist, was versteckt sich hier? Hier ist noch mehr Schrott. Schrott. Schrott ist Schrott, aber auch hot. Okay, scheiß drauf, Leute. Vergesst, was ich gesagt habe. Digga, was ist denn das für eine Riesenbazooka hier, Junge? Darf ich die haben, bitte? Gib mal her, das Teil. Wie kann ich dir helfen, Kollege? Okay. Leute, we have a new mission. Wir müssen dahinter fahren. Ei, 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 ei.
Das sieht doch nicht gut aus. Ich würde sagen, bevor Choco Charles uns essen kommt, rüsten wir erst wieder unsere Lokomotive aus, ja? Und zwar brauchen wir einmal... wir brauchen eine bessere Panzerung. Und wir brauchen mehr Schaden. Jetzt könnt ihr mir gar nichts. Wir fahren weiter. So ein Ding ist das. Und ich fahre wieder mit meiner Lokomotive. Stopp, ich muss anhalten. Ey, Bruder, bleib stehen. Ich glaube, ich habe gerade eine Lokomotive gehört. Was ist, wenn er jetzt kommt und mich holt kommt? Ich laufe lieber ehrlich schnell hier rein. Ey, aber es geht nicht auf. Hallo. Wir brauchen erst irgendeinen Schlüssel oder so. Ah, nee, Dynamit. Ja, Dynamit geht auch. Dann machen wir halt Bumm. Ist mir auch egal. Oh! Ja, aber es war ein bisschen laut jetzt, ne? Was ist, wenn es den jetzt aufgeweckt hat, ja? Ich gehe lieber schnell rein, Digga. Och, nö. Hier ist alles voller Blut. Was soll denn das jetzt schon wieder, ja? Ich gehe einfach gleich offline. Ich glaube, das ist das... Bruder, warum ist hier alles voller Blut? Was ist denn jetzt los? Bin ich denn... Bruder, okay, sorry. Ja, natürlich brauche ich noch mehr TNT, Junge. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hey, hallo! Wir müssen zur Lokomotive! Schnell! Ich glaube, ich habe eine Idee, Leute. Guck mal, da ist ein Haus hier unten. Eine andere Frage, kann der Zug auch kommen, wenn ich hier rumlaufe? Weil wenn ja, bin ich ein bisschen am Arsch, weil der ist ja dann viel schneller als ich, oder? Bruder, ich höre den die ganze Zeit hier irgendwo rumbrüllen. Oh mein Gott! Ah, woher? Woher kommst du, Bro? Digga, ich dachte, ich kann rennen, er war schneller als alles andere. Vielleicht sollten wir den Zug erstmal doch nicht verlassen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen geradeaus erstmal. Ich glaube, wir müssen in die Hütte. Aber diesmal ohne, dass uns irgendein Zug auffrisst, ja? Wir rennen jetzt nochmal zum Haus, Leute. In der Hoffnung, dass er nicht nochmal kommt. So, komm. Letzter Versuch. Ja. TNT? Oh, oh mein Gott. Junge, was erschreckst du mich so? Oh, nö. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf, Bro. Ich nehme lieber erstmal den Schrott mit. Ja, die wollen jetzt wirklich, dass ich da runtergehe. Ist das euer Ernst? Ach, Digga, das ist doch schon wieder ein Bullshit. Das ist doch schon wieder Kacke hier alles. So, nehme ich mit. Dankeschön. Was für Abgeschlossene? Hä? Aber wo ist denn sonst das TNT, wenn es hier nicht ist? Also das ist jetzt ein bisschen komisch. Vielleicht widmen wir uns doch auch erstmal einfach einer anderen Mission, weil... Vielleicht bin ich auch zu zeitig. Man muss erst vorher diese Waffenlieferung machen, weil es gibt doch hier, da ganz unten, ne? Gibt es so eine Waffenmission. Vielleicht müssen wir die auch erst machen. Aber bevor wir das machen, will ich einmal zurück zu meinem Zug. Das heißt, wir müssen einmal da lang. Zug, ich weiß, du wartest auf mich. Mach dir keine Gedanken, ich bin auf dem Weg. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass Choco Scheiß nicht gleich wiederkommt und mich holen kommt. Da ist meine Lokomotive. Ach, wisst ihr was, Leute? Da oben gibt es auch eine Waffenmission. Ich habe keinen Bock, rückwärts zu fahren, weil sonst kommt der vielleicht. Deswegen fahren wir lieber geradeaus. Ihr fragt jetzt, warum? Ich weiß es nicht einfach so, weil darum. So, ich habe jetzt einmal markiert. Wir müssen also einmal direkt zum Kreuz. Da, wo das X ist, ist diese neue Mission. Und Bruder, ich hoffe ehrlich, dass wir bis dahin jetzt nicht getötet werden wieder. Also, Choco Charles, falls du mich hörst, ja, wäre cool, wenn du mich vielleicht in Ruhe fahren lassen könntest, weil, ja, wäre cool halt. Warte, stopp! Stopp, bremsen! Das ist eine Lieferung. Das ist so eine fette Waffenlieferung. Also, was halt so eine Schrottdingens halt hier, ne? Junge, damit werde ich so fett den Zug upgraden jetzt. Und jetzt machen wir einmal Tempo, Panzerung, Tempo. Nee, geht alles nicht. Ja, okay, dann halt nicht. Junge, das ist direkt noch eine Schrottlieferung. Junge, ihr seid doch die Besten. Aber, Digga, warte, was ist, wenn das eine Falle ist von Choco Charles und er mich nur aus dem Zug rauslocken will? Ist mir eigentlich egal, ich nehme das einfach mit. Und jetzt schnell rein, der Zug, weiter geht's! Aber jetzt können wir weiter upgraden, wir brauchen mehr Tempo. Der, guck mal, wie unser Zug jetzt schon abgeht. Der geht volle Karacho geradeaus jetzt. So, wir sind jetzt gleich da, Leute. Nach langer Fahrt haben wir gleich unser Ziel erreicht. Das ist diese komische Waffenlieferung. Wir machen das jetzt einfach. Aber Bruder, ich hoffe mal jetzt nicht, dass Choco Scheiß jetzt wieder auf mich wartet hier, ja? Bitte einmal anhalten! Stehen bleiben! Jo, Meister, Bruder, ich glaube, dein Haus, das sieht nicht mehr so gesund aus. Ja, also,
Der hat mir jetzt eine neue Mission gegeben. Wir sollen da hoch? Was soll ich denn da oben? Ah, lol, warte mal. Ich glaube, ich weiß es. Oh, ja. Wir löschen nämlich sein Haus. Genau das hatte ich vor. Genau. Siehst du, so korrekt bin ich. Ich habe ihn jetzt sein Haus repariert. Grüße den Gegenstand in deinem Zug aus. Wir haben irgendeinen Gegenstand bekommen, Leute. Egal was es ist, Hauptsache, wir können unseren Zug aufrüsten. Ja, aber wo finde ich denn das jetzt? Was ist denn das? Insektenspray. Aber ich check immer noch nicht, für was das jetzt da ist. Ah, warte mal. LMG? Hä? LOL! Ach ja, moin! Das ist die Waffe, die wir hier wechseln können. Ich habe jetzt so einen Flammenwerfer. Yeah! Ich kann einfach die Bäume abfackeln. Yeah! Ah! Hä, das ist ja übel geil. Oh nein! 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 Oh, er kommt! Er kommt! Oh, oh, yeah! Scheiße! Wir brauchen den Flammenwerfer! Wir brauchen den Flammenwerfer! 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 Yeah! Oh mein Gott! Junge, der will mich essen! Woher kommt der? Ich muss nachladen! Ey, hallo, hallo! Doch, Minigun! 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 Ey, hallo, Bruder! Ey, Scheiße! Mein Zug ist gleich kaputt! Ey! Ey, hallo, Leute! Nein, 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 nein! Scheiße! Hör auf! Yeah! Digga, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr.